Hallo liebe Filmefreunde, ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Devis Movie Channel. Ja, ich weiß, ich hatte die letzten ein, zwei Wochen kein Video hochgeladen. Das hat absolut nichts damit zu tun, dass ich keine Lust drauf hatte oder so. Das Wetter war einfach zu schön. Wir hatten ja an die 40 Grad. Es war ja super Sahara-Hitze in ganz Deutschland verteilt. Und ja, ich habe einfach draußen das Wetter genossen, mich ein bisschen gesonnt. Man sieht vielleicht, dass ich ein bisschen braun geworden bin. Ja, war schön Eis essen und alles. Ich hoffe, ihr habt das auch genossen, das super schöne Sommerwetter. Und ja, es geht von mir heute natürlich auch wieder um eine Review, denn ihr hattet ja auch schon länger keine mehr von mir gesehen. Das letzte waren ja die Spektakulum-Videos, als ich da so als Xena-Kriegerin zu sehen war. Und ich habe mich auch ganz doll gefreut über euer positives Feedback darüber. Also danke nochmal dafür. Mich freut es, dass euch das so gefallen hat, auch die Videos und mein Kostüm, also meine Gewandung. Und das fand ich auf jeden Fall total toll. Ja, wie auch immer, ich habe wieder nur einen Film gesehen und zwar eine Blu-ray Fan Edition mit Matthias Schweighöfer als Hauptdarsteller, und zwar geht es um Der Schlussmacher. Ja, viele von euch kennen bestimmt schon jetzt so, er ist letzten Monat erst erschienen. Und ja, das ist der neue Film von Matthias Schweighöfer. Auf dem Cover seht ihr ihn auch nochmal, ja, mit dem zweiten Darsteller. Es ist die Fan Edition. Freigegeben ist das Ganze ab 6. An der Seite wieder der Schriftzug, genau so rum. Und ja, hier oben, wie ihr sehen könnt, noch ein paar Ausschnitte aus dem Film, die Sonderausstattung, die drauf ist, und hier nochmal die ganze Inhaltsangabe. Der ganze Film geht insgesamt 111 Minuten, also das ist schon ganz schön was. Und ja, wenn ich den aufmache, dann sieht das Ganze so aus. Einmal wieder hier mit so einem Infoding zum Scannen, und so sieht die ganze Blu-ray aus. Ja, wie ihr schon seht, kein Wendecover. Die Blu-ray ist so, wie sie ist. Sonderausstattung ist auf jeden Fall auch sehr viel mit drauf. Drehtagebücher, Schlussmacher, die Show, Making-of, Promo-Clips, Storyboard-Galerie und. Ist also auf jeden Fall ganz, ganz viel dabei. Und ich habe mir den Film einfach mal gekauft, weil ich die Filme mit ihm eigentlich sehr mag. Und ich fand diesen so total cool vom Trailer her und habe mir den dann gekauft. Dazu muss ich sagen, die Komödie, es ist ja eine Komödie, wobei die ganze Story wohl eher ein Drama ist, ist total super gemacht. Er als Hauptdarsteller ist klasse, denn er arbeitet in einer Agentur als Trennungsagent, also als der Schlussmacher. Und dadurch lernt er natürlich viele Leute kennen, und er überbringt dann natürlich, ja, die schlechte Neuigkeit. Für den einen ist das natürlich das Gute, der sich endlich trennen möchte. Und ja, er überbringt dann natürlich die Nachricht an den Partner, der dann der Ex wird, und macht natürlich Schluss. Aber in seinem eigenen Leben will er sich eigentlich immer so fernhalten von so festen Bindungen, weil er natürlich auch immer sieht, wie viele Menschen sich überhaupt trennen, wie hoch die Trennungsrate überhaupt ist. Ja, und das Ganze hat dann nämlich eine lustige Wendung auch in einer Beziehung, die er auseinanderbringen muss, nämlich ihn hier. Das ist nämlich der zweite Darsteller, um den es geht. Das ist der Milan Peschel. Ich hoffe, das ist richtig. Ich kannte ihn vorher noch gar nicht. Ich hoffe, das ist jetzt nicht peinlich. Nee, aber er hat wirklich die Rolle super gespielt. Ich zeige euch das nochmal. Also er war wirklich klasse, und
die Rolle, er hat das total super rübergebracht, also als zweiter Hauptdarsteller dann. Ja, und daraus entsteht so eine kleine Freundschaft und Matthias Schweighöfer, der kann sich auch nicht ganz von der Liebe fernhalten. Daher würde ich sagen, schaut euch den Film einfach mal an, was so bei ihm privat passiert, denn es ist ja meistens so, wenn man mitbekommt, wie viele Leute sich trennen, wieso und nach was für langer oder kurzer Zeit hat man schon ein bisschen so Angst vielleicht, überhaupt eine Beziehung einzugehen. Und ja, das wird einfach in diesem Film total schön gezeigt. Und er ist einfach total humorvoll, lustig an manchen Stellen und natürlich auch manchmal romantisch. Ja, aber wie auch immer, es ist eine Komödie für Freunde, Familie. Schaut ihn euch einfach an. Er ist wirklich super gemacht. Ist also kein Schnulzenfilm, der jetzt nur für Frauen ist. Nein, auch für euch Jungs ist dieser Film wirklich super schön. Ja, ich hoffe, euch hat es wieder Spaß gemacht. Ich würde dann sagen, schaltet beim nächsten Video bald wieder ein und ich wünsche euch noch einen super schönen, sonnigen, hoffentlich sonnigen Tag. Und ja, macht's gut, Leute. Ich hab euch lieb und.